Ich will mal über die Sinnhaftigkeit von verschiedenen Dingen reden. Also, was für einen Sinn hat es, dass ein Baum aussieht, wie er aussieht, dass ein bestimmter Mensch in mein Leben tritt, dass ein bestimmter Mensch aus meinem Leben tritt? Was für einen Sinn hat es, dass ein Unfall da vorne passiert? Was für einen Sinn hat es, dass, keine Ahnung, dass Steine so aussehen, wie sie aussehen? Also einfach die Sinnhaftigkeit hinter allem erfragen. Und wenn man das herausfinden will, dann darf man das nicht auf derselben Ebene beantworten versuchen. Man muss also eine Ebene darüber gehen. Und mit einer Ebene darüber gehen meine ich einfach in das Feinstoffliche gehen, in die Physik sozusagen. Und wenn wir uns die Physik anschauen, dann ist quasi alles Energie. Jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob es Einstein war, auf jeden Fall irgendein Physiker, Materie ist einfach gebremstes Licht oder eingefrorenes Licht. Und wenn man das mal so betrachtet, dann hängt eigentlich alles zusammen. Es besteht alles aus frei schwirrenden Molekülen, Atomen, Elektronen und so weiter. Und selbst etwas, was fest erscheint, wie eine Bank, hat quasi zwischen den Atomen so viel Platz, dass eigentlich die ganze Bank fast nur aus freiem Raum besteht, weil zwischen den Atomen so viel freier Raum ist. Und daran sehen wir, dass wir selektiv Sachen wahrnehmen als fest, die eigentlich gar nicht so fest sind. Und dass eigentlich alles zusammenhängt. Die einen Atome schwirren nur dichter beieinander und die anderen Atome weiter auseinander. Und somit können wir auch erkennen, wenn alles zusammenhängt, hat ja alles einen Sinn, weil alles das andere beeinflusst sozusagen. Und deswegen können wir auch diese Illusion der Getrenntheit aufgeben. Wenn wir uns getrennt sehen von anderen Religionen, von anderen Menschen, wenn wir Aggressionen hegen, wie kann er nur, wie kann sie nur, oder wie kann diese Religion nur, oder wie kann dieser Verein nur so hochnäsig sein oder sowas. Also diese Getrenntheit, die Aggression auf andere, also sich selbst abgrenzen von anderen Menschen, von anderen Dingen. Das wird dann, wenn wir das auf der Ebene betrachten, klar, dass das alles eine Illusion ist. Und dass es eigentlich eine Irrglaube des Verstandes ist, eine Erfindung des Verstandes. Und wenn wir erkennen, dass wir mit allem und jedem zusammenhängen, dass wir quasi alle ein Ausdruck des universellen Ganzen sind, dann entwickeln wir plötzlich viel mehr Mitgefühl. Und plötzlich erkennen wir auch, dass alles irgendwie einen Sinn hat. Ich hatte es schon mal in einem Video angesprochen. Robert Betz hatte mal eine Geschichte erzählt. Da hatte er Personen gefragt, die einen schweren Unfall hatten. Und der Unfall war dann schon Jahre vergangen, 5, 6 Jahre vergangen. Und er fragte sie: Sehen Sie denn jetzt einen Sinn in diesem Unfall? Und mit diesem gewissen Abstand sagen dann ihm die Menschen, dass ohne diesen Unfall sie nicht sich über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht hätten, dass sie nicht bewusster Leben gelebt hätten und so weiter. Also im Prinzip haben auch negative Dinge in unserem Leben immer einen Sinn. Und man ist auch nie getrennt von anderen Menschen. Und wenn man diese zwei Dinge im Kopf hat, wird das Leben leichter. Und man entwickelt Mitgefühl und die Liebe kann frei strömen, ohne vom Ego heruntergedrückt zu werden. Und sie sollten und die Politik und die Medien und so weiter. Also wir hängen mit allem zusammen. Die andere Person bist du und du bist die andere Person. Ich bin die Bank und die Bank bin ich. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.